So, und damit willkommen zurück hier bei DSZ4 bei unserem Team Cup. Jetzt kommt erst einmal Villach dran. Wir fangen an mit Russland. Die sind ja leider in dem letztes Mal als letzter Platz durch einen kleinen Missprung gelandet auf dem letzten Platz noch im ersten Durchgang. Das war natürlich sehr schade. Und hier für den Anfang ein sehr akzeptabler Sprung zumindest. So. Ah, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Oh. Das ist immer wieder das Pech des Erstens. Des Ersten. Des Erstens. Nee, das sieht man noch, da geht fast alles weiter als der Sprung von den Russen. So. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ah, da könnte wieder so ein ähnlicher Sprung wie. Oh, der geht weiter. Der geht weiter. Der geht natürlich wesentlich weiter. Und die Polen waren sogar über Hillsize. Das gibt natürlich jetzt richtig Vorsprung in Punkte für. Oh, Slowenien. Etwas zu spät raus, aber die Haltung war eigentlich recht gut. Da kriegt er brutalst gute Punkte. Brutalst gute Noten und Punkte damit auch. Aufwind fast geradezu streckt er uns entgegen, aber nur ein, also was heißt nur 1 Meter pro Sekunde, das ist halt. Absprung sah auf jeden Fall gut aus. Oh, was war mit der Maus los? Ist sie am Arsch? Nö. Das ist ein Sprung. Und das ist ein Sprung und der ganze Wettkampf ist für sie besiegelt. Und das ist dann eben. Okay, das ist auch natürlich nicht gut, aber das ist natürlich dann der Pech. Okay, die könnten die eventuell noch kriegen. Und jetzt die derzeit Führenden aus Deutschland. Severin Freund. Ah, okay. Dritter Platz oder zweiter? Okay, das ist aber nur recht knapp. Das ist nicht so klar gewesen. Jetzt erst einmal Roman Trofimov. Für die Russen im ersten Durchgang waren die recht akzeptabel. Und jetzt geht's hier weit. Sehr schön. Und auch recht gute Noten. Na okay, aber die hatten brutal. Da hat den. Wer waren das? Ach du Scheiße. Die sind heute in Topform. Wie es ausschaut. Kamistoch springt als erster bei denen. Oh, das ist natürlich aber. Da sieht man noch, die haben gar keine Chance hier aufzuholen, obwohl die vierter Platz waren. Sieht man hier mal den Punktunterschied, aber jetzt hier die ganz riesen Chance hier zu überholen. Also nicht zu überholen, aber aufzuholen. Die haben auch nicht wirklich eine realistische Chance. Man kann zwar vielleicht bei diesem Wind über 1 Meter gehen, aber nicht. Ja. 39 gute Noten hier. Extremst gute Noten. Oh, schade. Was macht er noch draus? Einen schönen Sprung. Das ist ein schöner Sprung, recht gute Haltungsnoten halt, aber damit fallen sie jetzt erstmal weiter zurück. Schade drum. Die Tschechen. Auch im ersten Durchgang nicht überzeugend und das ist noch schlimmer. Ach du liebe Leute. Jetzt ist die Frage, schaffen sie es, die Tschechen zu überholen? Das ist eine ganze Punktzahl gewesen. Noch nicht, aber die sind schon wieder etwas näher rangekommen. Die haben auch keine Chance, hier die Führung zu übernehmen, aber vielleicht hier sich den Platz im zweiten Durchgang zu sichern. Die waren Zweiter. Die Führung werden die jetzt vermutlich nicht übernehmen. Aber. Boah, jetzt fallen die hier ins Mittelfeld zurück, aber man sieht hier, die Abstände sind nicht wirklich groß, außer die. Die haben einen recht großen Abstand. Die Polen sind jetzt rausgebaut. Und der sieht auch hoch aus. Brutal hoch. Über 99 Meter war das. Ah, sah höher aus. Sah mir aus. Also jetzt im Vergleich zu den anderen Sprüngen. Ja, mei, die treffen ja jeden Absprung besser als den vorherigen.
hier jetzt nicht gut gelandet, aber die ziehen hier von allen weg. Das ist brutal. Ah, der war aber auch geträumt. Ah, nicht ganz so gut, aber auch schön. Das ist brutal, Leute. Jetzt sind schon wieder mehr Punkte geworden. Na, hier jetzt vielleicht mit dem Übernahme vom zweiten Platz oder eher nicht. Nein, reicht lange nicht. Fallen sogar noch einen Platz zurück. Sogar weit zurück. Das war ein richtig starker Sprung von den Russen. Deswegen haben die sich jetzt hier etwas hoch gepusht. Der ist hoch. Der ist brutal hoch. Jernej Damjan legt hier einen Sprung hin. Ach du liebe Leute. Von 100 Metern mit Telemark. Auf jeden Fall recht brutal war das jetzt gerade eben. Also jetzt erst einmal an das Badal. Die haben heute ein Pech mit den Absprüngen, mit den Landungen. So, und jetzt an Sikoi Voronta. Der ist, die wären damit im zweiten Durchgang. Der Absprung war total gefailt. Und das war's jetzt. Das war's jetzt endgültig. Mit fallen die sogar noch hinter die Norwegen. Ach du Kacke. Ach du liebe Leute. Die sind ins Mittelfeld gefallen und der Sprung sieht auch wieder nicht viel besser aus. Na, 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 die müssen jetzt aufpassen. Die fallen immer weiter zurück. Die Deutschen. Naja. Jetzt die Russen können hier wieder einen guten Startsprung hinlegen. Beziehungsweise einen guten Sprung, um dieses Feld vorzugeben. Oh, wo geht denn der hin? Oh, oh, oh. 2x20, 2x19, 5x19. Das sind hier Top-Noten und Top-Weiten, die wir hier heute sehen. Heute macht's richtig Spaß. Vielleicht normalerweise mag ich die Schanze nicht, aber heute. Eine sanfte Landung. Gibt wieder richtig gute Noten. 5x19. Aber die Russen, die haben jetzt hier einen riesen, gigantischen Sprung hingelegt. Kommen die bis auf 6 Punkte dran, das ist natürlich, das war jetzt natürlich wieder ein Vorzeigesprung. Ah, jetzt war er zu aggressiv, da muss er umformen, den ganzen Flugstil, und dann wird das auch nichts mehr von der Haltung und von der Weite her nichts mehr. Das ist Robert Kran jetzt. Robert Kran jetzt. Oh, scheiße. Schade, schade, schade. Borek Sedlak. Haben sich einen Platz nach oben gerutscht. Sind einen Platz nach oben gerutscht. Und jetzt die Norweger. Jetzt fallen hier alle, die vorhin gut waren, jetzt nach hinten zurück. Der Sprung sieht auch rot aus. Und Alter, wo geht's hier heute hin? Wieder 100 Meter. Man sieht hier mal einen Rekord in Villach, ist nicht wirklich ausge sehr weit nach vorne gebracht. Ich komme hier einfach nicht so richtig zurecht. Alter, wo geht's denn hier heute hin? Jetzt kommen die hier wieder von hinten. Jetzt im zweiten Durchgang wollen sie sich nochmal wappnen. Oh, die springen auf den dritten Platz vor. Alter Schwede. So, und dann sehen wir uns jetzt hier wieder im zweiten Durchgang von Glücksky Jump 4. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr spannend werden. Weil das hat sich nochmal hier zusammen ein bisschen zusammengeengt und die haben aufgeholt. Also hier, das hier. Wird auf jeden Fall spannend. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss.